Im heutigen Video machen wir die Nur-Automaten-Challenge in Fortnite. Lohnt sich die Automaten überhaupt in dieser Season? Da bin ich sehr gespannt. Bleibt bis zum Ende dran, um zu erfahren, ob es gut oder schlecht war. Lego, Lego, Lego. Das Ding ist halt an dieser Challenge, Freunde. Wir müssen halt auch irgendwie die Automaten finden. Und das ist halt sehr, sehr komisch, denn die Automaten spawnen halt komplett random. Wir dürfen ja ganz normal hier Kisten aufmachen und Heal-Zeug verwenden und Fortbewegungsmittel. Aber halt Waffen sind halt nur von den Automaten erlaubt. Deswegen frage ich mich mal gerade kurz, ist hier irgendein Automat? Ich glaube nicht, sonst hätte es mir das Ganze hier angezeigt. Wir müssen dann auch direkt weitergehen. Wir müssen direkt weitergehen. So, machen wir hier den Kohlkopfdinger kaputt. So sieht's aus. Haben wir auch noch einen Auftrag gemacht. Jetzt haben wir Kohlköpfe ein, auch ganz wichtig hier. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Das Problem ist halt auch bei den ganzen Automaten, die sind ja nicht immer an der gleichen Stelle. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier hingehen, ist da vielleicht ein Automat? Können wir mal gucken. Ah, nee, da ist nur ein NPC, aber kein Automat. Und das andere Problem, was wir auch noch haben bei den Automaten, ich weiß, es gibt halt nur Probleme, ist natürlich, dass wir nicht bei allen Automaten krassen Loot haben. Also die meisten Automaten haben nur Sniper oder schlechte Waffen, zeige ich jetzt einfach mal. Und die anderen selteneren haben auch mal eine MP, aber die findet man ja nicht so oft, Freunde. Wie findet ihr eigentlich meinen Skin heute? Was sagt ihr? Aang hier, ne? In seiner Avatar-Version und mit einem Schmetterling hinten drauf. Sieht doch schon mal richtig nice aus, oder? Was meint ihr? So, wir gehen jetzt mal Richtung Fencing Fields, würde ich sagen. Dort könnte auch der ein oder andere Automat sein. Hier waren tatsächlich auch Leute gerade. Und wir gucken mal. Hier können wir... Oh, nee. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Oh mein... Ja, genau. Ja, klar. Klar, es sind die besten Spieler. Die haben mich gerade anders erwischt. Okay, wir hauen mal ab, Freunde, aber ganz schnell. Wenigstens sind noch meine Reifen heil. So, jetzt Fencing Fields. Wir brauchen was. Bitte. Hier ist doch safe irgendwo ein Automat. Hier ist eigentlich immer einer oder oft einer. Oh, hier sind auch noch Steps, Bro. Hier sind auch noch Steps. Nee. Ey, sag mir nicht, hier ist kein Automat. Sag mir nicht, hier ist kein Automat. Hier ist doch meistens immer einer, oder? Da ist einer. Let's go, was haben wir? Schnell. Oh mein Gott, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Nein, Bro, wir haben eine DMR. Aber ich sag's so, es ist besser als nichts. Wir müssen aber trotzdem gucken, ob wir vielleicht noch eine andere Waffe finden. Wenigstens haben wir noch einen Scope, Freunde. Oh, Junge, das ist eklig. Das ist sehr, sehr eklig. Wir gehen mal kurz Richtung hier lang. Weil da müssen wir eh noch lang gehen wegen dem Auftrag. Und mitten auf... Okay, Entschuldigung. Und mitten auf dem Weg könnten wir vielleicht hier eine oder andere Kiste finden. Da schwimmt einer. Ist das ein... Ich glaube, das war ein... Bot wahrscheinlich, oder? Da war ja komplett lost, Freunde. Nehmen wir kurz hier diesen LKW mit. Diesen Slurp-Tracky-Mackey. So, zack. Und direkt weiter. So, wir brauchen auf jeden Fall eine AR, Leute. Weil später im Late-Game wird das nicht so gut aussehen. Wir brauchen auf jeden Fall eine AR oder wenigstens eine MP. Weil mit einer DMR zu gewinnen wird ganz schwer. Also ich zeige euch ehrlich, wenn wir nachher auf Leute treffen, die gut sind, dann können wir das Ganze vergessen. Hier sind auch schon Medaillenträger. Wir gehen mal kurz nach da. Bei Bahnhöfen gibt es ja auch immer die ein oder anderen Automaten. Da müssen wir auch mal schauen. Jetzt gucken wir gleich mal. Oh, ich war gerade in die falsche Richtung, sehe ich gerade. So, hier nach oben. Wir gehen jetzt mal gerade Richtung Pleasant Piazza. Da ist es nämlich auch so, Freunde, dass wir dort eigentlich auch den ein oder anderen Automaten haben in dieser Season. Da oben ist nämlich noch ein Tempel, aber dürfen wir eh nicht nehmen. Oh, ja, Leute. So, mit einer G-Klasse mal kurz über einen ganz entspannten Häusle fahren. Ah, warte mal, bei Tankstellen. Mhm. Wir müssen den Medaillenträger gerade auch aus dem Weg gehen. Gar keine Chance gerade. Hier ist eigentlich auch manchmal einer. Oh, da ist ein Automat, jawohl. Bro, bitte. Bitte was Gescheites, bitte. Let's go! Ganz, ganz wichtig. Ultra wichtig, ne, MP. Ich sage euch, das ist halt echt sehr krass wichtig. Ich muss auch ehrlich sagen, die Automaten, wenn wir die jetzt mal ohne eine Challenge spielen würden, würde die überhaupt jemand benutzen? Weil, ich meine,
die Waffen, die ja drin sind, sind meistens so kacke, dass es sich meistens gar nicht lohnt. Also ich mache ja jetzt eine Challenge, das ist ja okay, aber sonst weiß ich ja nicht, ob die jemand nutzt, Freunde. So, oh, hier ist auch nochmal einer. Beim Bahnhof, ah, aber auch nur MP. Ich glaube, das ist auch die gleiche MP, oder? Nee, ist nicht die gleiche MP. Ich sag euch ehrlich, ich nehme lieber die Donners Halbmaschinenpistole mit. Die ist besser als die, wo wir gerade haben. Mit der komme ich irgendwie besser klar. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mal mit der ein Video gemacht. Wenn man die richtig attached, dann ist die geisteskrank gut. Aber ich will kurz noch hier hinfahren, wo ich hin muss. Und dann könnten wir eigentlich schon mal in die ersten Fights gehen, weil die MP ist sehr, sehr wichtig. Ey, was mich auch mega freuen würde, was mir gerade einfällt, Leute, wenn ihr meinen Code Seville im Itemshop eingeben würdet. Das wäre übelst korrekt von euch. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Creator eintragen. Aber würde mich echt mega freuen, wenn ihr meinen, eintragt. Das wäre übelst korrekt, Mann. Vielen, vielen Dank an alle, die es machen. So, wir sind jetzt auch schon da. Jetzt gucken wir mal. Sind das die... Oh, das sind Gegner. Warte mal. Der DMR von hier hinten. Oh nein, nicht Dummkopf. Von der DMR hier hinten. Nice. Okay, sehr gut. Dem sein Team mit müsste wahrscheinlich auch hier irgendwo sein. Boah, ich merke gerade, wir haben richtig gutes Visier auf der MP. Oh, okay, ich merke gerade, wir haben richtig gutes Visier auf der MP. Die Splashies können wir gleich mal einsacken. Let's go. Ey, wir haben beide Aufträge gemacht, ne? So wie es aussieht. Haben wir beide gemacht? Yes, sir. Wir haben beide gemacht. Nice one. Okay, ist hier aber vielleicht noch ein Automat, weil ich habe tatsächlich hier nie, beziehungsweise ich bin hier nie gelandet. Mal gucken. Alter, ich war hier Real Talk noch nie. Oh, erdbändiger Fähigkeit. Die hätte ich jetzt aber gern mitgenommen, bin ich ehrlich mit euch. Aber ich möchte noch gerne einen Automaten finden mit einer, ja, mit einer AR. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Ich meine, wir haben ja jetzt wenigstens schon die MP. Aber wenn wir gleich auf bessere Gegner treffen, dann wird es sehr, sehr heikel. Vor allem die DMR, Junge. Ich verstehe gar nicht, warum Fortnite die DMR ins Spiel gebracht hat. Ich kenne keinen, der eine DMR spielt. Spielt ihr DMR, Leute? Also seid mal ehrlich, ich glaube, die wenigsten von euch spielen noch eine DMR, oder? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr eine DMR spielt, weil ich finde die Waffe... Lama! Oh mein Gott. Boah, wir haben gerade die größten Bots hier gerade drin. Ein Lama einfach auf dem Baum. Und da hinten sind auch die ersten Medaillenträger. Die Lobbys sind ja gerade richtig, richtig wild. So, zack. Warte mal. Wir nehmen hier das damit. Wir brauchen halt ein Medkit auf jeden Fall brauchen wir, Leute, für Green Life. Wegen Blue Life. Warte mal, sind es zwei? Oh ja, dann nehmen wir lieber das mit. Wobei... Ja, doch, wir nehmen lieber das mit. Nee, wir nehmen Flowberry mit. Besser. Lass uns Flowberry mitnehmen. Ist wahrscheinlich ein bisschen cooler und besser. So, wir gehen jetzt zu den Medaillenträger. Seid ihr ready? Wir gehen jetzt zu den richtigen Spielern hier hin, Junge. Gerade einfach nur gefühlt Noobs. Oh, da ist auch einer. Mein Augenwinkel hat doch da gerade jemanden gesehen. Ey. Freunde? Was hat der denn gemacht? Der ist einfach still geblieben. Der hat mich so angeguckt. Nein, bitte nicht. Lass mich in Frieden. Und war dann down. Naja, gut. Immerhin. So. Da oben sind die mit... Oh, die gehen zum Bunker. Okay, jetzt gibt's Action. Also ich muss sagen, die Automaten sind echt wack. Und die Waffen, die man halt da draus kriegt, ja, ihr habt's ja selber gesehen. Die sind halt nicht so gut. Okay, Bro. Er baut direkt Ding. Er baut direkt Skybase. Er kennt gar nichts. Direkt Skybase am Bauen. Kurz ein Overview verschaffen. Kurz mal hier hoch. Aber der eine, wo ist denn der hin? Ist der noch hier? Ist der Typ noch hier drin? Nee, der ist abgehauen. Ja gut, die sind gerade beide im Tunnel, oder? Ja. Oder im Bunker, besser gesagt. Ja, wir warten auf die. Jemand kommt mit dem Auto? Hinter uns? Nee. Ja, wir chillen jetzt. Oh, da ist einer. Guck mal da hinten. Ja, ich mal. Warte, den können wir rushen.
Oh, der hat mich gar nicht gerafft. Warte mal, der da hinten ist ja auch noch da irgendwo. Und ich glaube, das war jetzt auch nicht der Typ von vorhin. Hier müsste noch jemand anders sein. Ja. Jemand ist noch im Tresor drin. Ja, die haben sich zugebaut. Nice. Ich weiß ja nicht, ob das nur einer ist. Komm, wir gehen rein. Oh, verzagt, Stelle. Tut mir leid, Stelle. Es ging nicht anders. Ich musste dich holen. Und sie hat auch tatsächlich einen Aspekt der Agilität. Das dürfen wir natürlich verwenden. Das ist ja safe. Let's go, Freunde. Blue Life. Oh, Zone kommt. So, das war doch schon mal sehr, sehr gut. Aber da hinten sind welche abgehauen. Ich sage euch, wie es ist. Da hinten sind welche abgehauen. Da müssten wir jetzt auch gleich mal hin. So, zack. Gibt es kein Blue Life mehr hier. Nehmen wir mal die Banane der Götter mit. Jawohl. Okay, passt. Wir können in die Zone. Sag mal, sollen wir noch einen Aufsatz drauf machen? Wir machen noch einen Aufsatz drauf, Leute. Das dürfen wir ja auch machen. Nachladegeschwindigkeit, Magazinkapazität erhöhen. Was ist da drauf? Nee. Wir machen Rückstoß. Und nochmal Rückstoß. Okay, ciao. Die Waffe ist jetzt mega krass, glaube ich. Also, jetzt haben wir eine richtig wilde Waffe auch noch. Upgraden können wir ja. So, wir gehen jetzt mal in die Zone rein. Wir haben sogar die Medaille am Stissel. Das könnte a win werden. Das könnte a win werden. Jetzt gucken wir mal kurz. Leben nicht mal so viele. Ich finde den Avatar-Skin richtig wild, Junge. Ja, wir bräuchten eigentlich... Ja, komm, wir machen es so. Wir brauchen den Blue Life. Der ist wichtig, Freunde. Ich sage euch auch, mein Lieblings-Item in dieser ganzen Saison sind Schockwellengranaten. Ohne Spaß. Und luftbändiger Fähigkeit. Ja, so rum. Luftbändiger Fähigkeit auch. Aber Schockwellengranaten retten einfach übel oft. So, ich weiß nicht, ob die auf der Insel gerade oben sind. Oder ob die woanders chillen. Wir könnten mal auf einen Rift drauf gehen. Ja, da vorne ist ein Rift. Wir gehen mal auf die Insel. Auf der Insel? Oh, doch. Auf der Insel gibt es auch manchmal Automaten. Glaube ich. Warte mal ganz kurz. Sind hier... Oh, hier ist jemand. Ja, da chillt jemand. Zwei Stück. Ja, wo ist er? Die sind unter mir. Ja. Die sind gerade unter mir, Leute. Ja, was macht ihr? Mach mal hier auf. Oh nein. Ich muss anders aufmachen. Oh, die chillen direkt unter uns. Ja gut, ich kann einfach hier reinschießen. Ich mach das Ganze jetzt einfach auf. So ein Ding wird das. Unsere MP ist ja gut gegen Gebäude. So, da unten sind sie doch. Ich hab euch doch gesehen. Jetzt machen wir hier noch auf. Jetzt sind sie da. Boah, guter Hit aber von dem. Das war ein echt guter Hit von dem. Okay, okay, okay. Jetzt ist es mir gerade ein bisschen zu risky. Ich glaube, das sind gerade mehrere gekommen. Oh, wir brauchen Blue Life. Das sieht gar nicht gut aus, Bro. Ich brauche Blue Life. Oh, es steppt bei mir. Glaube ich. Ja, wo sind die hin? Sind die noch da oben? Digga, er will mich einfach von da unten erwischen. Okay, Bro. Okay, Bro. Ich brauche Blue Life, Freunde. Muss ich mal kurz aufmachen. Blue Life. Ja, immerhin eine Schockwellengranate. Auch nicht schlecht. Müssen aber abhauen. Wir müssen Blue Life finden. Das ist ein bisschen zu risky. Ich will die Runde gewinnen. Okay, da ist jemand down. Der hat mir auch einen übelst krassen Sniper-Shot gegeben, Alter. Oh! Alter! Okay, ich wusste gar nicht, dass das funktioniert. Oh, Banane der Götter ist gut zweimal. Das nehmen wir mit. Wir brauchen Blue Life. Let's go, Freunde. Hier nochmal das mitnehmen. Hm, nee. Ja, die kommen zu mir, ne? Ich glaube, die kommen gerade zu mir.
Warte. Hä, hey, jetzt nehmen sie das Auto. Was haben die denn vor? Ich denke auch vielleicht, die gehen safe in die Zone rein. Jetzt gib mir doch mal ein Blue Life. Och, Junge. Wir brauchen Blue Life, Bro. Oh, hier ist was. Nice. Sehr gut. Munition haben wir eigentlich genug. Die campen da hinten. Okay, die haben Luftrad auf jeden Fall am Start. Wir müssen uns mal ein bisschen langsam rantasten. Ganz langsam rantasten. Da oben ist was. Komm, das ist eine krasse Kiste. Da ist was drin. Komm. Och, Junge, da ist nichts drin. Da hinten fahren sie. Warte mal. Hit. Oh, okay. Warte, ich muss weg. Die kennen nix, ne? Die wollen nur snipen. Halbes Gefühl. Ja, ja, das sind Sniper, Bro. Bei Snipern passe ich ganz gewaltig auf. Da bin ich ganz vorsichtig bei Snipern. Junge, geh hoch, Ang! Was machst du? Bei Snipern habe ich Schiss, sage ich euch ehrlich. Kämpfen die? Oh, oh mein Gott, der hat mich gehittet. Und Flowberry, let's go. Der will mich rushen. Ich hau ab. Hau ab, Bro. Tschüss. Er wollte mich rushen. Deswegen halt die Schockwellengranaten. Ey, die retten uns sowas von. Der Typ ist jetzt da hinten. Ich weiß nicht, ob er jetzt seinen Mate noch holt. So, eine Banane der Götter. Und jetzt gehen wir in die Zone von hier aus. Ich weiß nicht, ob er seinen Mate gerade holt. Denkt ihr, der holt seinen Mate? Warte mal, da vorne ist einer. Okay, der will fight. Ich habe halt nur eine MP gerade am Schlüssel. Ich gehe Richtung Zone. Ja, das dachte ich mir schon. Müssen weg. Weg in die Zone. Aber wir bauen ein bisschen. Aber wo sind die anderen? Wir müssen jetzt in die Zone kommen. Nein. Boah, ganz schnell, ganz schlecht erwischt, wenn ich ehrlich bin. Die fighten. Wasserfähigkeit. Hinter mir. Oh, Digga, von wo kommt er denn? Jetzt wird es ein ganz enger Fight hier. Ich weiß nicht genau, wo die sind. Wie viele Teams sind das noch? Zwei Teams mit mir. Okay, die sind da hinten. Oh, die haben hier Loot. Ja, die sind da hinten. Okay, ein Team ist da. Und ein Team ist irgendwie hinter mir. Oh, jetzt kann ich nichts mehr machen. Bro, beide gehen auf mich. Warte mal, den da kann ich vielleicht. Ja. Nice. Das war wichtig. Das Problem wird die da hinten sein. Die werden eklig sein. Ja, guck mal, der will mich unbedingt. Nee, 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 Bro. Kommen die anderen? Nee, der haut ab. Oh, nein. Oh, ich check halt nicht, dass sie nicht auf den gehen. Ja, es wird übel schwer. Das wird übel schwer für mich. Das Problem ist, Leute... Wir haben kein Blue Life. Es sind zwei Teams. Die sollen mal gegeneinander kämpfen. Hm. 19 Sekunden kommt Zone.
Frag mich, wo der eine hin ist. Oh, der ist da. Das waren gute Hits. Jetzt kommt der auch noch. Oh, warte. Oh mein Gott. Ich muss anders in die Zone. Oh mein Gott, ich muss voll in die Zone. Leute! Oh mein Gott, wir sind im Tunnel. Nein! Er war da, Digga. Ey, Bro, Alter. Von hinten, ich habe ihn nicht gesehen von wo, Leute. Schade, wir haben es probiert. Wir haben es fast geschafft. Aber es war unglaublich schwer. Wir hatten noch nicht den Loot. Und ihr seht es auch, mit den Automaten ist es übel schwer, einen Win zu holen. Lasst gerne trotzdem ein Like da. Ich bin raus. Bis dann und ciao, ciao.